Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gebe ich euch 5, eigentlich sind es 6, aber ich möchte lieber sagen 5 mit einem Bonustipp, 5 tolle Tipps für euer Training im nächsten Jahr. Probiert sie einfach mal aus, startet frisch motiviert im nächsten Jahr, um eure Ziele zu erreichen. Egal, ob ihr Männlein oder Weiblein seid, es ist völlig egal. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, Fett abnehmen wollt oder sonst was, vielleicht ist bei den Tipps das dabei. Das sind jetzt random Tipps, die gehen natürlich nicht nach irgendeinem Schema vor, aber vielleicht kennt ihr ein paar nicht davon und manche davon werden auch vertieft auf diesem Kanal. Vielleicht werdet ihr inspiriert. Also, meine Top 5 plus ein Bonustipp für das nächste Jahr, um 2022 so richtig durchzustarten. Tipp Nummer 1, macht eine kleine Variation und haltet euch mal daran in euren Time Under Tension, in eurem Bewegungsablauf rein. Das bedeutet, versucht einfach mal etwas explosionsartiger die positive Bewegung zu machen und dann euch wiederum viel mehr Zeit zu lassen mit der negativen. Heißt also, wir bündeln etwas mehr, zum Beispiel beim Bankdrücken ist immer so das schönste Beispiel, das man zeigen kann. Geht ihr relativ schnell hoch, nicht mit Schwung, das habe ich nicht gesagt. Kontrolliert, aber etwas schneller, explosionsartig. Denn das hat einen ganz nachweislich tollen Effekt auf euer Muskelwachstum und auf die Stimulation eurer Muskeln, wenn ihr diese schneller anspannt und nicht einfach ganz langsam hochgeht. Ja, viele von euch verwechseln das und denken, okay, es ist doch viel intensiver, wenn ich das mal langsam mache und zwischendurch. Das auch mal zu machen, ist gar nicht mal so schlecht, weil der Muskel einfach mal ein bisschen anders trainiert wird und geschockt wird. Dennoch, für die Funktionalität des Muskels und auch, um zum Beispiel die Satellitenzellen zu erhöhen und so weiter, bringt es etwas, wenn ihr einfach gleichzeitig schnell die Muskeln mal anspannt. Eure Time Under Tension werdet ihr trotzdem nicht verlassen. Heißt also, die Zeit, die ihr den Muskel anspannt, für diejenigen, die es nicht wissen, die sollte ja schon etwas länger sein und nicht nur eine Sekunde hoch und dann wieder fallen lassen. Dann seid ihr bei 1,5 Sekunden, das wollen wir nicht. Wir wollen ja trotzdem eine richtig lange Phase haben, in der der Muskel angespannt bleibt. Und das holen wir uns bei der negativen wieder zurück. Heißt, explosionsartig hoch, langsam runter. Gerade beim Bankdrücken, gerade bei schweren Gewichten hat das mehrere Vorteile. Zum einen, wenn ihr es nicht fallen lasst, werdet ihr hier unten nicht wieder überfordert und müsst auf einmal gegendrücken. Richtig blöd für die Schultern. Zum anderen lasst ihr euch bei der Negativwiederholung, die ebenfalls einen nachweislich enormen Einfluss auf euer Muskelwachstum hat, richtig schön viel Zeit und kontrolliert das Gewicht. Kontrolliert immer das Gewicht. Das Gewicht kontrolliert niemals euch. Ganz wichtig. Also, Tipp, versucht es einfach ab jetzt einmal so zu machen im nächsten Jahr, dass ihr ganz bewusst schneller in die Positive geht. Beim Rücken wäre das dementsprechend die Zugbewegung schneller. Zeit lassen, langsam zurück. Gut 3 Sekunden beim Zurückgehen. Darf auch mehr sein, aber 21, 22, 23 mindestens. Dann habt ihr 4 Sekunden, das ist eine gute Zeit. Aber explosionsartig starten, langsam und kontrolliert runter. Seitheben, schnell hoch, langsam kontrolliert runter. Aber auch nicht die Form verlieren. Heißt also nicht irgendwie hochreißen. Ich habe nicht von Schwung gesprochen. Schnell hoch, langsam runter. Bizeps, schnell hoch, langsam runter. Trizeps, schnell, langsam wieder in die Ausgangsposition. Das ist Tipp Nummer 1. Versucht es einfach mal. Sammelt eure Erkenntnisse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr das bis hierhin schon toll fand, könnt ihr mir auch hier schon einen Daumen da lassen. Tipp Nummer 2 ist relativ nah da dran. Haltet im Peak das ganze Gewicht mal für ungefähr 1 Sekunde. Aber, ganz wichtig, nicht bei jeder Übung. Bei allen Übungen, wo eine Streckung erfolgt, wo ihr Gelenke durchstreckt, beim Kniebeugen zum Beispiel, wenn die Beine dann am Ende durchgestreckt sind, oder beim Bankdrücken, wenn die Arme durchgestreckt sind, beim Trizeps, wenn der Trizeps durchgestreckt ist, immer dann wollen wir das nicht. Wir wollen es nur dort halten, wo keine Durchstrecken geschieht. Das heißt, wo im Peak eigentlich die größte Anspannung des Muskels ist. Auch das wisst ihr. Das ist die Eselsbrücke für euch. Wenn ihr bei der Brust Bankdrücken macht und abdrückt, dann werdet ihr hier oben, wo ihr die Arme durchgestreckt habt, ziemlich lange aushalten, selbst mit großem Gewicht. Das ist die Entspannungsphase, da wo die meisten sogar viel Luft holen, warten, während euer Partner schon sagt, hey komm, fusch nicht, mach weiter. Hier unten werdet ihr das nicht halten können. Allerdings, bei allen Übungen wie Bizeps, Rücken, da zählt das mit der Sekunde. Da könnt ihr das nicht im Peak, in der Spitzenkontraktion halten. Und genau da haltet das Ganze mal für 1 Sekunde, gerne auch für 2. Die 1 Sekunde soll überdeutlich sein. Halten, anspannen richtig und langsam runterlassen. Aber auch wirklich im Peak. Viele federn hier ab, gerade wenn sie viel Gewicht haben, und halten es dann hier irgendwo
und werden langsamer. Nein, im Peak halten, langsam zurück. Beim Bizeps halten, eine Sekunde, dann erst langsam zurück. Dann erst langsam zurück. Es ist ein enormer Unterschied. Ihr kriegt einen krassen Pump, aber vor allem eine wahnsinnige Muskelkontrolle. Und gerade beim Rücken hilft es den meisten Menschen, die ich trainiert habe in meinem Leben, tatsächlich dazu, den Rücken zum ersten Mal richtig zu aktivieren. Und das hat Einfluss auf euer gesamtes Training in den Jahren danach. Gerade beim Rücken ist das das Geheimnis. Probiert's einfach mal. Tipp Nummer 3. Trainiert nach der umgekehrten Pyramide. Es gibt schon einige Videos dazu, die ihr vertiefen könnt hier auf dem Kanal. Und viele haben schon von euch geschrieben, wie unheimlich überrascht sie sind, dass das so gut wirkt. Ich wiederum bin ziemlich überrascht, dass die meisten von euch damit gar nicht mehr so vertraut sind. Denn vor 20, 30 Jahren war das eine recht gängige Sache, mit der man auch mal in einen Makrozyklus gegangen ist, sein Trainingssystem mal durchgewechselt hat und wo das ein gängiger Begriff war. Was ist die umgekehrte Pyramide in Schnellform? Alles Vertiefende findet ihr hier noch auf dem Kanal. Schaut es euch mal an. Grundsätzlich trainiert ihr eigentlich nach der normalen Pyramide. Heißt, ihr habt ein bestimmtes Gewicht. Nehmen wir jetzt mal zur Veranschaulichung 100 Kilo Bankdrücken, womit ihr Bankdrücken vielleicht 10 Mal schafft. Und dann anschließend beim selben Gewicht, 2 Minuten später, wenn ihr den ersten Satz gemacht habt, schafft ihr eigentlich nur noch 8 Wiederholungen, dann nur noch 6 Wiederholungen bei gleichem Gewicht. Natürlich, weil ihr von Satz zu Satz immer schwächer werdet. Jetzt drehen wir das Ganze um. Wir wollen zuerst die niedrige Wiederholungszahl haben. 6 Wiederholungen, danach 8, danach 10. Das können wir natürlich nicht mit dem gleichen Gewicht. Wir können nicht mit 100 Kilo 6 Wiederholungen anfangen. Nicht, wenn wir bei jedem Satz immer bis zum Ende gehen. Denn sonst müssten wir natürlich 5, 6 Wiederholungen in Reserve lassen. Das geht natürlich nicht. Also, was wir jetzt machen, ist, wir fangen mit einem höheren Gewicht an. Wenn ihr also mit 100 Kilo 10 Wiederholungen im ersten Satz geschafft habt, dann schafft ihr jetzt 6 Wiederholungen, vielleicht mit 110, vielleicht sogar mit 120 Kilo. Dadurch können wir mehr Gewicht nehmen und machen das dann im Kraftbereich. Hat einen riesen Vorteil. Ihr fangt immer mit dem Satz an, wo ihr das meiste Gewicht bewegt, was für euer zentrales Nervensystem und natürlich für euren Fokus, für eure Konzentration, für eure Muskulatur das absolut Schwerste ist. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hochgehen, mehr Muskelgefühl reinbringen, mehr Pump reinbekommen und so weiter. Aber ihr habt den schwersten Teil am Anfang gemacht, wenn ihr die meiste Energie habt. Wenn ihr erst hinterher die 6 Wiederholungen macht, im 3., 4., 5. Satz, dann seid ihr schon oft so erschöpft und der Muskel ist schon so vorerschöpft, dass es gar nicht mehr so viel bringt. Also versucht es mal an den Anfang zu setzen, das ist der ganze Sinn dahinter. Dreht das Ganze mal um, fangt mit dem niedrigen Wiederholungsbereich an, 5, 6 Wiederholungen und arbeitet euch dann nach oben. Das heißt, wenn ihr mit 120 Kilo angefangen habt, müssen die 10er wahrscheinlich weg. Ihr nehmt als nächstes 100 Kilo, macht 8 Wiederholungen, macht danach wieder was weg. Vielleicht habt ihr noch 90 Kilo, macht dann 10 Wiederholungen und dann ist es vorbei. Ist ungewohnt, dass man Gewicht abtut im Satz, aber versucht es mal. Viele von euch haben sich schon sehr positiv zurückgemeldet und sind überrascht, wie gut dieses System funktioniert. Für mich ist das A und O mein Haupttrainingssystem. 90% aller Zeit trainiere ich nur so und ich will gar nicht mehr anders trainieren. Probiert es mal aus im nächsten Jahr und ausprobieren, denkt daran, kleiner Zusatztipp, Nebentipp, bedeutet beim Bodybuilding leider immer 3 Monate. Fangt nicht an nach 1 Monat oder nach 6 Wochen zu sagen, oh, ich fühle gar nicht mehr so viel Pump oder sonst was, funktioniert nichts, ihr kriegt Panik, dass ihr Gains verliert oder sonst was und switcht direkt wieder um. So werdet ihr niemals Erfolg in diesem Sport haben, niemals. Außer ihr habt das Glück, von Anfang an das Richtige für euch gefunden zu haben. Aber all diejenigen da draußen, die ihr bewundert und all diejenigen da draußen, die echt Ahnung haben, haben viele Systeme ausprobiert. Und ausprobieren heißt für die mindestens 3 Monate etwas machen, wenn nicht gar 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate tracken. Das ist die wahre Passion für den Sport und da müsst ihr auch durch. Ich mache mal zwischendurch ein bisschen Booster für mein Rückentraining. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, vergesst den Like-Button nicht und natürlich Follow-Button, damit ihr auch mehr solche Videos seht. Jetzt kommen wir schon zu Tipp Nummer 4. Das ist ein sehr spezieller Tipp, aber ich will auf einen spezieller reingehen. Und zwar für euren Lieblingstag, zumindest die Männer da draußen. Ich hoffe aber auch für die Frauen, dass sie es nicht vernachlässigen. Der Brusttag, Chest Day. Versucht einfach mal von dem gängigen Schema, das ihr alle wahrscheinlich bei der Brust habt oder die meisten von euch haben, nämlich zuerst die Grundübungen und ganz zum Schluss zum Auspowern, wird sogar meistens genannt, die Isolationsübung zu machen. Heißt, die meisten von euch haben 3 Übungen, viele von euch Schlingel machen 4 Übungen, 5 Übungen, ist zwar nicht nötig, selbst wenn man eine Brust hat wie Markus Rühl, aber gut, viele von euch machen es trotzdem, aber auch selbst die neigen dazu, die Isolationsübung zum Schluss zu machen, heißt sowas wie Butterfly, Fliegende oder Kabelcross oder sonst was. Und alles andere, das wo richtig Manpower gefragt ist,
das wird vorher gemacht. Bankdrücken vorher, Schrägbankdrücken vorher, Negativbankdrücken vorher, Dips vorher und so weiter. Jetzt machen wir es mal anders. Ihr habt drei Übungen, selbst wenn ihr mehr habt, versucht es mal nach diesem Schema. Die erste Übung ist eine Powerübung. Da wollen wir möglichst viel Kraft generieren und nutzen unseren frischen Fokus und unsere Energie noch, um möglichst viel Kraft auf die Straße zu bringen. Heißt, da machen wir wirklich eine Grundübung, sowas wie Bankdrücken. Elementar. Kurzhantelbankdrücken, Bankdrücken, Negativbankdrücken, Schrägbankdrücken, womit ihr auch immer anfangt. Aber die zweite Übung ist jetzt die Isolationsübung. Die machen wir also nicht zum Schluss. Und da habt ihr noch mehr Energie, mehr Fokus, um isoliert die Brust zu bearbeiten. Und jetzt kommt's. Als dritte Übung machen wir jetzt wieder eine Grundübung. Was ist das Tolle daran? Eure Brust ist richtig gut vorerschöpft. Und die ist jetzt schon so K.O., wenn ihr alles richtig gemacht habt, jeden Satz bis zum Schluss und wirklich was getan habt, dass ihr zum Schluss jetzt nochmal Hilfe ruft. Die Hilfe wieder vom Trizeps und von den Schultern etwas mehr. Und die sollen jetzt der schon sehr angeschlagenen Brust noch einmal helfen, um das Letzte rauszuquetschen. So rum habe ich irgendwann gemerkt, wird meine Brust am besten trainiert. Und tatsächlich, seitdem ich das in meinem dritten, vierten Trainingsjahr mal entdeckt habe und diesen Tipp bekommen habe, in irgendeiner Flex-Zeitung gelesen oder so, seitdem mache ich das nur noch. Mein Brusttraining ist gar nicht mehr denkbar in einer anderen Reihenfolge. Und deswegen probiert es einfach mal aus, vielleicht hilft es ja euch auch. Schon sind wir bei Tipp Nummer 5 angelangt und der geht ein bisschen in den Ernährungsbereich rein, beziehungsweise um die optimale Nutrition, Grundversorgung, Nährstoffversorgung und das sind nun mal Supplements nach dem Training. Es existiert bei einigen immer noch der Mythos, wirklich, tatsächlich noch da draußen, der Proteinshake danach. Gut, darüber will ich jetzt gar nicht lange reden, wer das immer noch nicht mitbekommen hat, hey Leute, wacht mal langsam auf. Der Proteinshake direkt nach dem Training, den gibt es schon seit langer Zeit nicht mehr. Haltet euch mal an folgende Nutrition und das möglichst genau. Natürlich geht es nicht immer sekundengenau. Die Pedanten unter euch, die das ausprobieren wollen, bitte macht es mal. Ich war so pedantisch eine lange Zeit. Aber das Gute ist, aus dieser Pedanterie wächst dann irgendwann eine Gewohnheit. Und dann sind auch mal 1, 2, 3 Minuten nicht schlimm, aber man hat das System verstanden. Das, was ihr sofort nach dem Training braucht, und mit sofort nach dem Training meine ich nicht danach, sondern sofort. Also ihr habt gerade die Hanteln abgelegt, direkt machen, ja, noch vor dem Duschen gehen, sagt man immer so schön, braucht ihr Energie. Euer Körper ist auf Alarmstufe rot. Gerade wenn ihr einen Leg Day oder einen Back Day hinter euch habt, dann habt ihr wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und wenn ihr keinen Intra-Workout-Shake hattet, dann habt ihr nun ein Riesenloch. Und euer Körper will eigentlich nur Kohlenhydrate, eigentlich nur Power haben. Wenn ihr jetzt den Proteinshake gebt und das am besten auch noch mit 3,5%iger haltbarer Milch, dann wird er erstens brauchen, um das zu verdauen und zweitens gibt er dann nur Proteine und das sind dann auch nur wiederum teure Kohlenhydrate, denn die muss er zersetzen, denn er hat eine Priorität und das ist immer Energie. Euer Körper hat immer die Priorität Energie. Euer Körper, euer ganzes Gehirn funktioniert nur mit Energie. Ihr könnt nur gehen mit Energie. Auch euer Herz schlägt nur mit Energie. Also letzten Endes ohne Energie ist nichts drin. Also ist das immer die Priorität bei ihm. Und wenn er Alarmstufe rot sieht, will er nichts außer Energie. Und alles, was er dann zu greifen bekommt, wird er auch umwandeln zu Energie. Proteine braucht er nicht. Kommen also Proteine, werden sie umgewandelt. Lasst es also. Und dann nehmt natürlich einen Energieträger, der möglichst schnell Energie gibt. Wenn ihr jetzt Schokolade esst oder wenn ihr jetzt anfangt, was weiß ich, Kartoffeln zu euch zu nehmen oder so, ist das nicht so schnell, denn das muss er erst zersetzen. Das sind zwar tolle Kohlenhydrate, aber fehl am Platz nach dem Training. Leichte Zucker, Dextrose. Selbst wenn ihr nur Einfachzucker, Zuckerwürfel nehmt oder desgleichen, Maltodextrin, es gibt so viele Formen in Supplements, aber was ihr auch machen könnt, ist Bananen, Obst, Obstsäfte noch besser, weil die bereits schon vorverdaut sind. Flüssig ist natürlich auch besser und vorzuziehen vor der festen Ernährung. Also so etwas, direkt danach trinken. Toller Tipp, Traubensaft. 300 bis 500 Milliliter Traubensaft, die haben meistens so richtiger Traubensaft, 17 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Wenn ihr davon 300 bis 500 Milliliter zu euch nehmt, dann kriegt ihr so richtig schön einen kleinen Kick. Dieser Kick löst einen Insulinausschuss aus und dann könnt ihr, und jetzt kommt's, 10 bis 15 Minuten später, nach der Dusche vielleicht, wenn ihr im Fitnessstudio duscht, könnt ihr den nächsten Schub nehmen. Und das ist Kreatin. Das könnt ihr auch noch gleichzeitig nehmen mit Aminosäuren und mit Glutamin. Diese drei Sachen zusammen, dann habt ihr eine Grundversorgung. Keine Proteine, Aminosäure sind vorzuziehen, weil das sind bereits vorverdaute und zerlegte Proteine. Auch da spart euren Körper so viel Zeit wie möglich. Also, wir haben direkt danach Energie und Insulinausschuss dadurch.
Dann nochmal 10 Minuten später habt ihr Kreatin mit Aminosäuren, sowas wie Glutamin auch noch gerne mit da rein. Und dann habt ihr auch die wichtigsten Elemente erstmal zu euch genommen. Und dann wiederum, wir reden immer 10 Minuten später von dem Punkt 0 aus, wieder 30 Minuten später, also nicht 30 Minuten nach dem letzten Shake, sondern 30 Minuten von nach eurem Training, könnt ihr dann gerne ein Proteinshake zu euch nehmen. Je nachdem, wie viel Aminosäuren ihr vorher genommen habt, ist das gar nicht nötig. Ihr könnt dann auch nach 30, 40 Minuten zu einer vollen Mahlzeit übergehen. Weil die Notstände sind erstmal gestopft, die Notlöcher in eurem Körper. Nehmt dann gerne eine volle Mahlzeit zu euch und dann später nochmal einen Proteinshake oder dann den Proteinshake und nochmal eine Stunde später eine volle Mahlzeit. Das sollte die Post-Workout-Nutrition sein. Da ist auch nichts vorzuziehen, die Aminosäuren nicht vor den Kohlenhydraten und die Kohlenhydrate nicht nach der vollen Mahlzeit und so weiter. Versucht es mal genauso einzuhalten, macht das mal ein halbes Jahr und ihr werdet ein Wunder erleben. Und jetzt kommen wir zum großen Bonustipp Nummer 6. Wer bis hierhin noch nicht das Ganze geliked hat, der würde das jetzt gerne bitte tun. Ich gebe euch eine kleine Zeit dazu. Ihr könnt auch diesem Kanal jetzt folgen und nun kommt es zum Bonustipp. Tipp Nummer 6. Mut zur Pause. Ja, auch davon gibt es schon viele Videos auf diesem Kanal hier. Aber grundsätzlich kann ich immer nur dazu raten, habt ein wenig mehr Mut zur Pause. Bei den meisten geht die Panik eher in die andere Richtung. Mist, ich kriege nicht die Gains, die ich haben möchte, also muss ich mehr tun. Im Bodybuilding meistens falsch. Ja, ich würde behaupten, 70-80% derjenigen, die sich sowieso schon für den Sport entschieden haben und im Leistungsbereich sind und sich nicht dahin zwingen müssen, die tun meistens mehr zu viel statt zu wenig. Und das ist eine Qual bei diesem Sport. Auch ich gehörte jahrelang dazu und es ist schwer, den Ehrgeiz zurückzuhalten. Aber hier ist das die Form der Disziplin und der Intelligenz. Viele Videos auf dem Kanal, schaut mal nach. Was betrifft die Mut zur Pause? Zum einen Mut zur Pause zwischen den Trainingseinheiten. Sind natürlich zum einen generell die Trainingseinheiten. Heißt, wenn ich gestern eine schwere Trainingseinheit wie Beine hatte, auch dann am nächsten Tag direkt wieder den Rücken zu trainieren, ist weniger förderlich, als würde ich das 2 Tage später machen. Ja. Denn dann seid ihr frischer, habt mehr Energie, habt euch mehr erholt und regeneriert von dem einen. Auch die Beine sind ja dann auch am gleichen Tag ein bisschen geschädigt. Ihr habt vielleicht noch Muskelkater. Auch dann bringt die nächste Einheit mehr. Ihr werdet frischer rangehen und ja, ihr werdet auch mehr Gains bekommen für die einzelnen Trainingseinheiten. Aber vor allem auch zwischen den Trainingseinheiten der gleichen Muskelgruppe. Also wenn ihr diejenigen seid, die 2-mal die Woche etwas trainieren, wie die Brust, versucht einfach mal 4 auf 4 Tage, 5 Tage, 6, vielleicht sogar alle 7 Tage das zu machen. Einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, wir erinnern uns, bedeutet mindestens 3 Monate das Ganze mal machen. Ihr könnt ein bisschen härter trainieren, ja, könnt ihr pro Trainingseinheit, macht aber auch da mal mehr Pause rein. Ebenso, Pause zum Beispiel im Sinne eines Zweifels. Wenn ihr auch nur denkt, oh, ihr könntet jetzt ein bisschen schwächeln und eventuell werdet ihr euch erkälten, lieber die Pause, statt sie nicht zu machen. Denn ihr wollt euch nicht erkälten und ihr werdet in der Zeit eh keine großen Gains machen, wenn euer Körper schon echt zu kämpfen hat. Also dann lieber eine längere Pause. Wenn ihr wisst, oh, ihr habt zu wenig geschlafen, fühlt euch heute einfach ein bisschen schwach. Disziplin ist jetzt nicht zu sagen, ich fühle mich noch so schwach, ich gehe trotzdem zum Training. Nein, Disziplin ist es, wenn ihr dann sagt, heute bringt es nicht so viel, dann trainiere ich lieber morgen in richtig guter Energie, frische. Das ist Disziplin. Verwechselt das nicht, weil viele von euch sich immer darauf ausruhen, ach, ich weiß, ich sollte eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem, ich habe so eine Disziplin. Bullshit. Das sind Weicheier. Die kriegen es nicht hin, weil sie das hier oben brauchen und nicht die Disziplin haben. Also auch da Mut zur Pause. Und auch mal Mut zur Trainingspause, wenn ihr schon 3, 4 Monate durchtrainiert habt, viele von euch vielleicht sogar noch länger, dann habt einfach mal den Mut, 1-2 Wochen komplett zu pausieren. Und damit meine ich komplett pausieren. Damit meine ich nicht trotzdem noch ein paar Liegestütze, hier und da ein paar Sit-Ups oder so. Nein, damit meine ich 1-2 Wochen nichts tun. Und jetzt kommt's, das habe ich schon so oft gesagt, Wunder, ihr werdet stärker und oft sogar massiger starten. Oh, wie das? Ihr werdet sehen. Probiert es einfach aus. Den Mut grundsätzlich mal zu verwirklichen und immer im Kopf zu haben, ich brauche mal im neuen Jahr mehr Mut zur Pause statt mehr Mut öfters zu trainieren, das ist mein Zusatztipp und diese 6 Tipps werden euch weiterbringen. Wenn ihr mehr solche Formate wollt, mehr Top 5 Tipps, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Tipps habt oder schon Erfahrungen dazu, bitte alles in die Kommentare. Ihr helft der Community, wenn ihr bereits schreiben könnt, ey, das habe ich auch mal verfolgt, war ganz gut. Wer natürlich das Ganze schon mal versucht hat und es hat nicht geklappt, bloß nicht darunter schreiben, ich werde es eh löschen. Ach, war nur ein Scherz. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst mir jetzt endgültig nochmal den Daumen da, 5 kann man ja nicht hochgeben, und verlangt nach mehr. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Kollege.